So, dann gucken wir mal, was er hier unten Schönes gefunden hat. Gut, hier ist ein Weg. Ein Steinchen. Ein Kleinstein. Ein Drehmarstein. So reden wir mit ihm. Als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist die höchste Spitze. Ah, interessant. Ich habe erfahren, dass ihr euch mit den Schriftrollen der Alten auskennt. Die Schriftrollen der Alten, in der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davongemacht. Das glauben sie zumindest. Mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Und wo ist die Schriftrolle? Hier. Nun hier. Das heißt auf dieser Ebene. Mundus Tamriel. In der Nähe, relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Oh. Gut, also man merkt schon leicht, der hat auch schon einen weggekriegt von den Schriftrollen der Alten. Könnt ihr mir helfen, die Schriftrolle der Alten zu bekommen oder nicht? Zwingt mich nicht, euch weh zu tun. Sagt mir einfach, wo es ist. Nein, mit Verrückten kann man ganz normal reden. Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Was wollt ihr denn? Seht dieses Meisterwerk der Dreamer. Und ihre größten Geheimnisse tief darin. Septimus ist ein kluger Mensch, doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dwemer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dwemer Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und birgt geheimes Wissen. Wo liegt diese Schwarzweite? Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Wälle, beim Turm von dem Sarg, Alfdant, der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter, Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Wie gelange ich hinein? Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dwemer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dwemer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sark und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus. Er weiß, dass ihr es wissen könnt. Okay. Gut, wir haben hier noch so ein paar Fragen. Beschäftigen wir uns doch noch ein bisschen mit dem Verrückten. Was mache ich jetzt nochmal? Also, was mache ich mit dieser Kugel? Die tiefsten Türen der Dwemer lauschen dem Gesang.
Sie spielt diejenigen Noten, die der Öffnung dienen. Hört ihr es denn nicht? Ist es zu leise für eure Ohren? Und der Würfel? Ein Blick auf die Welt im Inneren einer Schriftrolle der Alten kann die Augen schädigen. Oder auch den Verstand. Wie im Falle von Septimus. Die Dwemer fanden ein Hintertürchen, so wie immer, um das Wissen zu fokussieren, heraus und hinein, ohne Schaden anzurichten. Legt das Lexikon in ihre Vorrichtung und lenkt den Fokus der Kenntnisse dort hinein. Erglüht es dann in hellem Schein, so bringt es zurück. Auf das Septimus von neuem lesen möge. Gut, er sieht es wenigstens ein oder weiß, dass er verrückt ist. Was ist eine Schriftrolle der Alten? Seht ihr nach links, blickt ihr in eine Richtung. Seht ihr nach rechts, blickt ihr in die andere. Doch keine davon wird schwerer als das Gegenstück. Doch die Schriftrollen der Alten, im Strom der Zeit, blicken sie nach links und rechts. Zukunft und Vergangenheit sind eins. Manchmal blicken sie gar nach oben. Was sie dann wohl sehen? Was wäre, wenn sie untertauchen? Oh, dann beginnt der Wahnsinn. Okay, ich verstehe. Wozu braucht ihr die Schriftrolle der Alten denn? Ohoho, wie achtsam, wie schlau es ist, Septimus zu fragen. Diese Dwemer-Schatulle, betrachtet sie und rätselt. In ihrem Inneren ist das Herz einer Gottheit. Euer Herz und meines. Doch es wurde versteckt. Nicht von den Zwergen, wisst ihr. Die waren bereits fort. Es war jemand anderer. Unbemerkt, unbekannt. Er fand das Herz und dann mit einem Gespür für Ironie bediente er sich zwergischer Tricks, um zu sperren. Die Schriftrolle gewährt die tiefe Sicht, die zum Aufsperren notwendig ist. Denn nicht einmal die stärksten Machenschaften der Dwemer können der allumfassenden Sicht trotzen, die eine Schriftrolle der Alten verleiht. Okay. Das ist er. Kann man hier irgendwas machen? Ja. Nee. Dwemer in der Anderwelt. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen emporschwingen. Okay, gut. Ich wollte hier eigentlich noch was mitgehen lassen, aber leider ist irgendwie ein... Nee, die sind alle nicht wirklich was wert und nicht lesenswert, dass wir ein Level aufsteigen oder so. So, aber wir hauen jetzt ab und machen uns auf den Weg, wo uns hingeordert hat, nämlich, gut, habe ich zwar noch nicht gesehen, da machen wir uns jetzt auf den Weg hin und schauen mal, was wir da finden. Wir sind gespannt. Achso, ich dachte jetzt, das ist die Festung, aber nein, nicht die, sondern weiter hier hinten. Gehe ich da lang oder hier lang? Ui. Ein Drachenkampf. Das ist auch schon lange nicht mehr gewesen. Spüre meinen Atem, wollte ich gerade machen. Wir sehen, er macht mehr Schaden. Bevor wir hier noch sterben, sofort ein Zaubertrank. Oh, das sieht... Doch, hier haben wir noch genügend. Ein Blutdrache, also der kann mehr ab, als es aussieht. Ja, wenigstens verbessert sich die schwere Rüstung.
Wir haben's geschafft. Gut, so schwer war's gar nicht. Pass auf, er beißt dich! Er beißt dich! Meiko, er beißt dich! Na gut, er verbrennt. Meiko geht das am Arsch vorbei. Am Puppelchen. Okay. Gut. Ein Drache. Ein Schneefuchs, oder? Da hinten ist irgendwo... Da ist ein Leuchtturm. Und hier geht es weiter. Okay. Oh. Da ist er, der Schneefuchs. Ist ganz schön handzahm hier. Ah. Gut, die haben wir. Ich könnte die Waffe aufladen. Ich hab... Seid ihr noch da? Seid ihr noch da? Es ist gerade ein Fehler passiert. Ich weiß nicht, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Aber es ist gerade abgeschmiert, weil ich die falsche... Weil ich gerade Alt und Tab aus Versehen raufgekommen bin. Das heißt minimieren und jetzt will das nicht mehr maximieren. Bis gleich, also nochmal ein Cut. So, herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt wieder hier. Eben die... Nein, oh, Meiko, ich hab... Das tut mir leid, tut mir leid. Ja, also ich habe gerade Alt Tab gedrückt. Das war... Halt, Fensterwechsel, also halt. Ihr wisst hoffentlich, was das heißt. Also, damit wechselt ihr zwischen verschiedene Fenster. Und da bin ich eben aus Versehen raufgekommen. Da habe ich noch Alt gedrückt gehabt, weil ich gesprintet habe. Und dann wollte ich Tab drücken, um ins Menü zu kommen. Na gut, jetzt habe ich mir das kaputt gemacht. Und noch schlimmer, ich habe mir den Drachen kaputt gemacht. Das heißt, ihr habt das zwar gerade gesehen, aber leider bin ich... war der letzte Speicherpunkt da, wo ich gerade rausgekommen bin. Das heißt, ich bin eben hierhin, habe eben bis dahin gelaufen und jetzt die Aufnahme gestartet. Aber jetzt geht's weiter. Ich mache sowieso durch meine Blödheit hier alles wieder kaputt. Na gut, es ist es so. Das ist ja der Reiz an meinem Let's Play. Ne? Dass ich einfach zu blöd bin und Texturen sich nicht... Doch, jetzt laden sie sich. Na gut. Müssen wir da hoch? Oder hier rein? Ne, hier nicht. Gucken, mal gucken, mal gucken. Können wir hier... Ah, die Schräglage hier ist noch nicht... Ich glaube, wir müssen da rein, weil sonst sehe ich hier keinen anderen Weg, da zu den Leitern zu kommen. Ne. Ne, 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 ne. Und rein hier. Die Turmruine. Das heißt, wir müssen uns bestimmt erstmal vorarbeiten, oder? Nee, doch. Nee. Hier sollen wir nochmal einmal gucken. Hier. Also ich meine, wir müssen da durch, weil anderen Weg haben wir ja nicht. Ich will ja hier nicht wieder total falsch laufen. Nee, das müsste... Das ist es. Und wenn nicht, dann blöd. So, das heißt... Das hätte ich mir eigentlich auch denken können, ne? Aber trotzdem erschrecke ich. Noch einer? Da. Seelenstein. Immer gut. Was haben wir hier denn noch Schönes? Silbererz. Auch nicht schlecht. Davon haben wir, glaube ich, weniger. Da haben wir noch Erz gefunden. Eine Truhe. Achso, Lehrling. Ich dachte eben, das stand leer. Verguckt. Ah,